Jetzt geht's raus aus der Stadt und rein in die Berge, wo wir eine junge Künstlerin aus Garmisch-Partenkirchen treffen, die ihre Staffelei am liebsten vor der herrlichen Bergkulisse ihrer Heimat aufbaut. Dort ist Sani Kneitinger dann in ihrem Element. Und dort malt sie ihre Berge jedes Mal anders und in den spannendsten Farbkombinationen. Alpenexpressionismus nennt sie ihre Kunst, die sie nicht nur in ihrem Atelier, sondern auch in den sozialen Medien präsentiert. Sani Kneitinger macht Berge lebendig, indem sie Farbe Schicht für Schicht auf die Leinwand bringt, sie durchscheinen lässt oder wieder übertüncht. Häufiges Motiv die Wettersteingipfel vor ihrer Haustür. Faszinierend, findet sie. Diese Spannung, die dadurch erzeugt wird und das halt einfach durch diesen normalen Felsen, den du einfach dann in Farbe kreierst, einfach ein total anderes Wahrnehmungserlebnis erzeugst und somit einfach den Betrachter super positiv stimmen kannst. Obwohl sie für ihren Lieblingsberg, die Alpspitze, keine Vorlage mehr braucht, malt sie draußen. Ihr Lieblingsplatz ist die Natur. Mit dabei Lea Ortner, ihre Assistentin. Denn zum Job der professionellen Künstlerin gehört mehr als Malerei. Du musst einfach in der heutigen Zeit deinen ganzen Arbeitsalltag mit dokumentieren. Die Leute sind ja neugierig. Und da sind die sozialen Medien echt super und wir sind ein echt ein cooles Team. Aber es ist halt richtig viel Arbeit, gell? Die beiden filmen, fotografieren, texten, alles Mögliche rund um Sani Kneitingers Arbeiten. Lea, lieber hinter der Kamera, hält Techniken, Ausstellungen oder wie heute ihre Farbstimmung fest. Sämtliches Grün, Rot, Blau. So einfach schöne, emotionale Farben. Was links, rechts aus mit dem Ohr, oder? Ja. Es ist immer eine neue Idee in meinem Kopf. Das wird nicht langweilig. Zurück im Atelier machen sich Sani und Lea gleich an den Schnitt. Das Berufsbild Künstlerin hat sich für Sani Kneitinger noch mal erweitert durch die Produktion ihrer Kurzvideos. Das ist so diese Freiluftmalerei, die wir jetzt da so ein bisschen mitdokumentieren. Schauen wir halt, dass das auch immer gleich gemacht ist und man mit Instagram, TikTok, Facebook einfach immer auf dem neuesten Stand ist. Ich mag jetzt auf gar keinen Fall so eine Social-Media-Girl sein, was jetzt da steht, sondern einfach authentisch wie möglich sein. Das ist mir einfach wichtig, dass man da einfach auch gern dabei ist. Dass die Online-Vermarktung tatsächlich so viel Arbeit macht, hätte sie anfangs selbst nicht gedacht. Minimum 50% teilweise. Also ich bin echt froh, dass ich auch eine Assistentin habe, die dann auch im Background dann so Backoffice-Sachen macht und Marketing. Die nächste Bergwelt, die nur noch eine Farbstruktur braucht. Ich zauber hier gerade meinen Wald, meinen imaginären. Jetzt mache ich meine Lieblingsfarbe drauf. Und wenn es dann fertig ist, dann kann man wieder ein bisschen Action gebrauchen, gell? Gleich der nächste Clip, der die Zuschauer mitnimmt ins Atelier. Nachdem Sani Kneitinger von Farbenspielen kaum genug haben kann, lässt sie manche Bilder sogar leuchten. Mit fluoreszierenden Farben, eingetaucht in spezielles Licht. Ihre Lieblingsstimmung, den Sonnenauf- und Untergang, könnte sie natürlich malen. Aber heute nicht beides zugleich, oder? Und das geht mit den Lichtern echt super. Das ist wirklich so der Moment, wenn es fertig ist und das hängt oder ausgestattet ist. Und das ist doch ein Bewusstseinserlebnis, ein Wahrnehmungserlebnis. Das ist total spannend. Ich finde das echt cool. Wann die Künstlerin bei so viel drumherum eigentlich noch zum Malen kommt? Bei Sani Kneitinger sind selbst die Nächte farbig. Nachts wacke ich mich dann zum Malen und dann habe ich da wirklich die Ruhe schlechthin. Und da bin ich dann sehr gerne dann immer an meinen Farben und an meinem Pinsel. Ja, das ist hier meine schöne Welt. Farben, die in der Dunkelheit leuchten.